Herzlich willkommen, schönen Freitagabend. Bei mir im Studio begrüße ich heute Günther Leiner, Susanne Böchacker, Andreas Stephan, Klaus Eberhardinger und Viktor Gernot. Leise rieselt der Schnee, oh Tannenbaum, fröhlicher Wein. Es ist soweit, übermorgen, erster Advent, und wir werden das erste Kerzlein am Adventskranz entzünden. Was brauchen wir dazu? Feuerzeug. Ja, aber was, um es anzuzünden? Zündholz, genau. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Heute, genau heute, ist der Welttag des Streichholzes. Es ist nämlich genau, tatsächlich, den gibt es. Jetzt super. 189 Jahre ist es her, dass der englische Apotheker John Walker, der hat das Streichholz erfunden. Johnny Walker. Er hat den Whisky erfunden. Wir sind wieder beim Johnny Walker. So, Streichhölzer haben damals noch ziemlich unangenehm gerochen und haben auch geraucht, also wenn sie angezündet hast. Und deshalb will ich von euch jetzt eines wissen: Was ist ein Rauchmantel? Das ist für die Leute, die gern heimlich rauchen, dann ziehen sie sich an und rauchen drunter. Okay. Und dann, dann sieht man es nicht, dass sie rauchen, wenn man rechtzeitig aufhört. Man sieht sie dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, weil es unbrennt. Aber es ist egal. Also es ist so, ja. Ja, okay, das ist jetzt dann so der Brenner gewesen. Oh, das war der Burner. Das war der totale Burner, Susanne. Fröhlichen Advent. Na gut, dass das Kartoffeln war. Klaus Eberhardinger, ich weiß, dass es dir heute nicht ganz so gut, und darum bin ich doppelt froh, dass du hier bist. Du hast mich krank, elendiglich ins Studio geschleppt. Nein, elendiglich, ich bin heraufgerobt, das stimmt. Ja, ich habe es gesehen, am Gang oben. Eine Kriegszulage bekommen. Ja. Ich hab die Spur die bekommt aber jeder im ORF. Aber. Also das ist so gesehen. Das ist ein Begriff. Das ist ein Begriff von der Feuerwehr. Ja. Jeder war schon mal bei der Freiwilligen Feuerwehr, oder? Natürlich. Zumindest bei den Festen. Wenn es die Glühhändler gibt, ist der Leiner der Erste. Genau, beim Fest. Ich bin ein gelernter Zivildiener. Wenn es brennt, oder beziehungsweise bevor es brennt, gibt es eine irrsinnige Rauchentwicklung. Mhm. Das ist der Mantel, den die Nicht-Feuerwehrleute bekommen, weil die haben ja leibende Uniform. Das ist ein nass gemachter Mantel mit Kapuzen. Dann kann man durch den Rauch hinausgehen. Ja. Durch den Rauch muss man sehr steinige. Da hat man Schnupfen, wenn man lebt. Ja, nein, hineingehen natürlich. Der eine geht eine und nimmt den anderen mit. Das ist ein Doppelmantel. Ja. Und nimmt den dann hinaus. Also für mich auch. Sie riechen genauso geschöcht wie. Ohne Mantel, aber sie brennen nicht. Wenn du durch den Rauch gehst, dann ist die Gefahr des Feuerfangens nicht so schlimm. Ich glaube, da geht es eher dann. Wo raucht da Feuer? Ja, aber da. Nein, aber grundsätzlich mit einem nassen Mantel, man brennt nicht. Man ist verkühlt, aber man lebt. Ah, deswegen bist du erkältet? Nein. Also, okay. Okay. Deswegen bist du erkältet. Ich hätte eine Antwort, weil ich finde, das ist ein Mantel mit lauter Fruchtsäfte. Sehr schwer. Ich glaube... Andreas! Ich bin auch hier. Ja, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich glaube, es kommt aus der Gastronomie oder so. Und zwar beim Räuchern wird die äußere Schicht des Fleisches als Rauchmantel bezeichnet. Nein, das ist die Krusten. Oder abbrennen. Aber kurz und bündig, oder? Also ist die Schicht oder der Rauchmantel. Beim Räuchern soll der Rauch nicht entweichen, damit das Fleisch krebserregend wird, geräuchert wird, geschöchtet wird oder was immer. Ja. Und diese Umhüllung ist der Rauchmantel. Mhm. Nein, es kommt natürlich aus der Mode. Aber es kommt besonders hässliche Mäntel, sagt man, die kann man zum Feuer abdecken nehmen. Ne? Man braucht ja oft so Löschdecken. Aha. Und wo es keine Löschdecken gibt, da gibt es in einem Modegeschäft immer die Abteilung, das ist aber nur intern, das schreiben sie drauf, sind die Rauchmäntel. Okay. Sollte es brennen, haut es die einfach drauf aufs Feuer. Gut, oder? So, schau, einmal. Ah.
Das Mädchen, mir geht ein Licht auf die gerade. Die gehören jetzt dir. Das darf man nicht. Was darf man nicht? Jawohl. Wenn man am Lande wohnt und zum Beispiel sehr gerne Fischern räuchert, dann muss man einen Teich haben, dann muss man so ein Räucherhütterl haben, dann muss man das Buchenholz haben und das braucht alles viel Platz und Eigentum. Wenn man in der Stadt aber auch gern ab und zu mal seine Fischerl räuchert, dann hat man so einen Rauchmantel. Da hängt man dann die Reinanken mit einem Gummibandel da so innen an den Zips an. Aha. Und unten hat man so ein kleines Reservoir, wo man die glimmenden Buchenscheite da drinnen lagert. Und das muss dann luftig abgeschlossen. Und da räuchert man dann selbst im Gehen quasi. Ja. Nein, du hast vollkommen recht. Das sind die Leute am Karlsplatz. Die wollen so frische Forellen. Die kommen dauernd zu mir. Und das ist es. Sehr brillant. Gut, nein, hervorragend. Ja. Das sind schon Leute, unschuldig ins Gefängnis gekommen, nur weil sie zu jemand anderem gesagt haben, kannst du mal Deferent sagen. Ne? Ja, genau. Ne? Nein, ich habe nur einen Katzen. Ja, genau. Nein, aber bei mir haben sie Stockfisch in Pulverform verkauft. Also es ist ganz... Na, aber welche Fisch? Gemörsert. Gemörsert. Gemörsert bis gemörsert mit Stockfisch. Gib uns einen Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. Einer, der es eigentlich, das war unsere Befürchtung bei der Redaktionssitzung, die erste Assoziation, die viele hatten, sagen, der Leiner wird das sofort wissen. Was? Dann kann man es essen. Dann ist es in Oberösterreich. Dann kann man es essen. Dann ist was. Aus Oberösterreich. Nein, man kann es nicht essen. Dann ist es aus der Kirche. Nein, Mantel kannst du nicht essen. In der Kirche gibt es auch Sachen, die schon aus, als könnte man es essen. Ach, man darf nicht Hostien. Weihrauchfassel. Langsam. Ja, also aus der Kirche. Ein Weihrauchfassel. Ein Weihrauchfassel. Ja, ist ein Weihrauchfass. Ja, das habe ich schon gesagt. Das ist der Mantel, den zieht der Pfarrer an, wenn er mit dem Täschchen geht, das brennt. Also mit dem Kessel. Ja, Fräulein, ihr Handball schon brennt. Genau. Wenn er mit dem geht, dann hat er einen eigenen Mantel, weil sonst stinkt der Rest so. Und so viel können sie die auch nicht leisten. Da und dann neigen. Ich würde unter Anerkennung besonderer Umstände sagen, dass die Susanne Böcher gerecht hat. Wow! Ja, schön! Nein! Ja! Ja, so. Sehr gut. Pluviale, also Regenmantel, wird auch genannt Chor- oder Vespermantel. Sagt ihr nichts? Ja, freilich, das sagt man schon was. Aber es war ja Rauchmantel, war ja. Bitte? Auf dem Motorrad weht dann die so im Wind, die Vesper. Vesper, nicht Vespa. Also. Vespermantel. Gut. Wird eh rausgeschnitten. Die sticht. Es handelt sich dabei um einen liturgischen Schultermantel eines katholischen Priesters. Und Rauchmantel heißt er deshalb, weil er das Gewand des Priesters auch vor Weihrauch schützt. Andrea Heider aus Linz hat uns die Frage geschickt, bekommt einen 300-Euro Büchergutschein. Andreas. Du weißt, wer unten in den lichtarmen Katakomben des ORF-Zentrum haust. Du warst schon länger nicht mehr da. Du kennst den noch, unseren Archivar? Ja, selbstverständlich. Wie heißt er? Ich weiß es nicht. Aber ich merke mir gut Gesichter. Gesichter merke ich mir gut. Namen nicht, aber Gesichter merke ich mir sehr. Also, er hat gemeint, ich soll dir eine Eselsbrücke bauen. Eine zu einem Brücke. Mann. Brücke. Eine Brücke zu einem Mann. Heißt er Brückner. Nein? Der Brückner von Notre Dame. Der Brückner vom Königinburg. Ja. Das ist echt immer wieder die Wahrheit. Ich habe noch nie gewusst, wie der heißt. Aber wenn du nicht in die Sendung kommst, schaust du sie auch nicht? Du hast es noch nie angeschaut, wenn du nicht da bist? Best of. Gut, lüg jetzt. Das war knapp. Das war knapp. Ja. Wir schalten ins Archiv zum Herrn Brückner. Nein, Herr Bruckmann, bitte. Das ist ja nicht so weit weg. Grüß Sie, Herr Oliver. Ich lese da gerade die internationalen Börsenberichte. Da haben wir jetzt beide eine Gelegenheit verpasst, unser Einkommen ordentlich aufzubessern. Da steht nämlich, dass in Südkorea im Februar die Aktien eines Kondomherstellers binnen eines Tages um 15% gestiegen sind. Da wären wir jetzt groß ins ostasiatische Gummigeschäft eingestiegen, wenn wir das gewusst hätten. Wissen Sie, warum das passiert ist? Weil vielleicht können wir beim nächsten Mal dann gemeinsam investieren. Aber Susanne, was? Das war an dem Tag, als die Gummihandschuhe ausgegangen sind. Und da hast du dann 5 Kondome über jeden Finger.
Ja, macht 10, ist ungefähr 15. Ja, wurscht. Ja. Ich habe recht. Nein, hast du nicht. Hat sie nicht. Das sind an dem Tag, wo die Gummistiefel ausgegangen sind. Da braucht man da zwei mehr. Ja, da brauchst du irrsinnig viele Kondome. Also wenn du in ein Kondom einsteigst, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir aber bei dir auch. Ja, das schau ich mir bei dir auch. Das können wir sehen, oder? Ja. Können wir das machen? Bitte. Es war die Weltmeisterschaft der Drogendealer. Und die tun das ja oft in Kondome rein und schlucken es oder so. In Weihrauch, gell? Ja, auch das. Was die Drogendealer, Kondome? Habe ich gehört. Also Forellen nicht, aber ich glaube, dass die Gefahr, dass das platzt, also ich glaube, das sind doch eher so Plastikkügelchen oder so. Na, sie tun sie manche nur verpacken, sie machen sonst nichts damit. Was? Da kann es nicht platzen. Also so viel geben wir da nicht rein. Aber das sind tatsächlich so. Ja. So du kommst ja öfter so. Man hat das schon gesehen, aber das sieht man in den Filmen. Schau. Auch Diamanten genau. werden so geschmuggelt, gell? Nein, die sind zu scharf. Ah, die sind zu scharf. Aber das wird doch in so Dingen, Heroin und diese ganzen Sachen werden doch so verpackt. Und dann, ja, aber Dinger, aber und dann im Körper geschmuggelt. Ja, ja, ich weiß. Nein, die werden geschluckt und LCD-Fernseher auch sehr häufig. Ja, ja, ja. Ja. Die koreanischen. Die koreanischen. Genau. So eine klassische Droge. Ich war gestern wieder auf einem LCD-Trip. Ich habe nicht genau verstanden. Der was? Bruckmann ist es. Ah, doch. Ich darf es nochmal für den Andreas wiederholen. Es war im Februar, ja genau, letzten Februar, 15% schlagartig nach oben, ich die Aktienkurs. Ich glaube, da hat der Kim Jong-il seine Finger drin. Der ist aber in Nordkorea. Der ist aber ja, Nordkorea. Ja, aber der hat irgendwie im Süden spekuliert. Ja, und da, aber was hat er dann gemacht? Was hat er dann gemacht? Dass in die Höhe geht. Da muss er irgendeinen Impuls. Ja, da in die Höhe geht, hat er ein Aphrodisiakum genommen. Der Weihrauch ist schon. Der Weihrauch. Ja. Entschuldigung. Es war einfach. Susanne? Es war im Februar, es war Valentinstag, ganz normal. Und da gab es eine große Awareness-Kampagne, was man am Valentinstag machen sollte. Ich weiß jetzt nicht, ist in Südkorea der Valentinstag so ein... Nein, eben nicht. Und deshalb haben sie eine große Kampagne gemacht. Und dann haben sie da besonnen und gesagt, okay, dann kaufen sie es auch nicht. Aber der hat Kondome hergestellt. Mein Gott, das sind Männer, hallo. War ja nicht der südkoreanische Fleurop oder das so. Es war ein Kondomhersteller. Ja, ja, Valentinstag. Da kann man auch nicht nur Blumen schenken. Ja. So zur Erinnerung. Dort, ja. Ich weiß nicht. Ich schaue mir an, ne? Die Susanne hat schon recht, da haben sie einfach so einen Strauß Kondome hergeschenkt und haben gesagt, oh la la. Vorsicht, wieder schwer. Ja. Schwer, Kerze. Wow. Es vergrößert die Konturen und hält die Form. Sie haben... Aha! Da war aber auch ein bisschen der Wunsch, der Vater, das Gedanke. Nicht bei mir, bei den Südkoreanern. Ja, ich brauche doch sowas nicht. Nein, nein. Das führt uns auf eine falsche Fährte. Ich führe euch nicht auf eine falsche Fährte, sondern es hatte einen interessanten juristischen Hintergrund. Das südkoreanische Verfassungsgericht hat im Februar nämlich ein Gesetz aus dem Jahr 1953 aufgehoben, das für Ehebruch Strafen von bis zu 2 Jahren Haft vorsah. Also, was ist im Februar passiert? Fremdgehen war plötzlich gestattet. Und dieses Urteil hat sich auf den Kursgewinn dieser südkoreanischen Kondomfirma so ausgewirkt. Großartig. Yeah, großartig. Jetzt ist es legal. 15%. So, da. Meine Damen und Herren, und damit darf ich mich ganz vertrauensvoll an Sie wenden, weil wir freuen uns über Ihre Einsendungen, über Ihre Fragen, über Piktogramme, über ein Ding der Woche. Die Adressen sind an dieser Stelle wie immer für Sie eingeblendet und wir besuchen Sie gerne weiterhin mit der Kamera. Diese Woche waren wir wieder einmal in Wien unterwegs und diese Dame hat jetzt die nächste Frage für uns. Schönen guten Abend. Ich bin Daniela Sallinger aus Wien und meine Frage führt uns heute nach Afrika. Warum darf in Gambias Hauptstadt Banjul einmal im Monat zwischen 9 und 13 Uhr kein Auto auf der Straße fahren? Wo? Weil es verboten ist. Liegt auf der Hand. Nächste Frage. Ja, nächste Frage. Ja, aber... Weißt du, Zahnkern? Okay. Dann eine wo war das? Warum? Weißt du, Zahnkern?
Ja, die Frage nochmal. Ich habe nichts gesagt. Warum ist es verboten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gedacht, da sagst du jetzt, das ist eine andere Geschichte. Auch das. Das fällt mir was ist verboten? Autofahren. Wo? In irgendwo. Ja. Ja, was ist irgendwo? Es ist völlig wurscht, in einer Stadt ist von 9 bis 13 Uhr. In Mosul in Gambia oder so ähnlich. In Banjul. Banjul, Gambias Hauptstadt. Da ist einmal im Monat zwischen 9 und 13 Uhr, ist es, also darf kein Auto auf der Straße fahren. Weil die Grünen eine Demo machen. Weil die Schwarzen gar nicht Auto fahren. Eine Sauere. Das ist eine Diskriminierung. Einmal jedes Monat. Nichts gegen die Mahü. Ja, die Mahü ist ein Erfolgsprojekt. Es ist Viehtrieb. Es gibt immer, an diesem Tag gibt es den großen Viehmarkt und da werden von den ganzen umliegenden Na, Gambias Almen. Hauptstadt ist ja bekannt für die Landwirtschaft. Ja, natürlich. Und da werden dann... Banjul, hallo. Entschuldige. Das Banjul rennt. Da haben wir, schon, da haben wir beide schon eine gute Kur gehabt. Na, was? Na, sicher. Na, was sicher. Ein Schwein auch schon gehabt. Na, ist es wichtig, dass das in Afrika ist, in Banjul, oder könnte es in St. Pölten auch sein? Ja, aber da weißt du, was ich da anspiele. Ah, ja. Wenn da die Schwarzen nicht Auto fahren dürfen, in St. Pölten. Ja, stimmt sogar. Hallo, Susanne. Da geht's nicht Bröll, aber ich würde gerade sagen, mit dem Häuptling ist nicht zu spaßen. Sehr vorsichtig, gell? Nein, ich nach St. Pölten, also zwischen 9 und 13 Uhr dürfen die Schwarzen nicht Auto fahren. Na, sehr. In St. Pölten. Nein, aber das ist kein Feiertag, ein Ritual. Es ist kein Feiertag, es ist ein nationaler. Und die Antwort, kann ich euch sagen, ist bereits gefallen. Sie ist nur gleich in den ersten Minuten gefallen. Und das war mir einfach zu früh und ich wollte noch ein paar schöne andere. Wer hat das eine gemeinsame Antwort? Die Demo war da und die Demo und war da. Na, und du hast auch was gesagt. Ah, Butzen. Na, was hat sie gesagt? Butzen. Sie hat gesagt Butzen. Sie hat Butzen gesagt, nationaler Putztag. Na, und jetzt fragen wir die Frau Daniela Sallinger aus Wien und die wird es uns genau erklären. Bravo, Susanne. Seit dem Jahr 2004 ist jeder letzte Samstag im Monat ein nationaler Putztag, der sogenannte Setzedal. An diesem Tag sind alle Bewohner Banjuls dazu aufgefordert, zwischen 9 und 13 Uhr ihr Haus, die Straße davor sowie die Umgebung gründlich zu reinigen. Das soll nicht nur der Verschönerung dienen, sondern auch der Entstehung von Brutherden von Krankheitserregern vorbeugen. Und weil während dieser Zeit alle putzen sollen, ist das Autofahren generell verboten, außer der Müllabfuhr. Na bitte, hä? Nationaler Putztag, Susanne Böcher. Finde ich super. Gut. Ich habe die Ehre, euch das Ding der Woche zu präsentieren. Haha. So. Haha. Und das ist es, das Ding der Woche, meine Damen und Herren. So sieht es aus. Ich darf Ihnen via Insert schon einmal verraten, wozu es dient. So. Aha. Ja. Und jetzt sind wir gespannt. Da setze ich mir doch das Brillerl gleich wieder auf. Ich dachte, du setzt dir das Ding auf. Das ist eine Schneekugel. Das ist eine Tochter. Eine Blinde. Eine Gitarre. Ja, eine blinde Schneekugel. Sehr schön. Da sind auch so kleine Gravuren drinnen. Das ist aus Ton gefertigt. Es ist nicht durchgestoßen. Also, da, man könnte glauben, das geht. Da ist kein Loch. Da ist kein Loch. Aber wo ist das Loch? Und. Wo ist das Loch? Da unten. Da unten. Da unten. Schön, ich weiß. Ja. Sieht vielleicht aus wie. Ich weiß. Das ist so, da gibt es vielleicht eine Zeitschrift, das ist Bau dir dein eigenes Taj Mahal. Und das ist so im ersten Teil drin, mit dem Bauplan. Und das ist eines von diesen Türmchen. Das ist aus der Neuauflage von Ips. Ja. Oder Ips. Ist sehr schön. Ist gut, gefällt mir gut. Das sind wunderschöne Ornamente eingeritzt. Mhm. Es ist wunderschön. Ja, es ist wunderschön. Und wenn man das runterfliegen lässt, gibt es ungefähr 1200 Scherben. Das werden wir jetzt gleich einmal ausprobieren. Nein! Hoppala! Das bekommt jemand zurück. Na, gib her mal, sag dann. Schmeiß um. Es ist keine Schwebenbombe. Ja, ich wollte das Meer rauschen, aber es ist.
Ich möchte nur, dass es festgehalten wird, ich weiß es, gell? Ja, es ist, ich warte auf meinen... Du warst es aber, eigentlich okay, schon. Ja, das ist zum Ausräuchern der Wohnung, da tut man ein Räucherstäbchen. Weihrauch hinein. Okay. Ja gut, dann stell es einmal hin. Das ist die Mode. Achtung! Darf ich? Gut. Oh je. Ich glaube, es geht das noch einmal. Eine, na bitte. Das super. Ist eine Stehaufkugel. Das ist eine Hinsetzkugel, der Stehaufkugel. Nein, das ist die Zimotenkugel für den Rauchmantel. Das ist faszinierend. Ja. Okay, was ist da faszinierend? Aber sinnlos eigentlich. Na, Alter. Ich meine... Das dreht sich immer wieder. Schau, faszinierend. Dir, ja, aber das stellt es bei dir was auf? Ja, da stellt sich nichts auf. Schau, das, was du noch nicht gesehen hast, vielleicht. Ja. Wenn man das so, so, das ist los, pass auf, ja, was jetzt gleich passiert. Dann? Was passiert dann? Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Nein! Jugendfrei. Das ist fürs Hütchenspiel. Fürs Hütchenspiel? Okay. Orientalisches Hütchenspiel. Mhm, genau. Aber da ist es ganz klar. Nein, es ist altgriechischen Vorbildern, ich glaube, das kann ich euch schon mal sagen, altgriechischen Vorbildern nachempfunden. Genau. Und du weißt es. Nimm mir doch nicht die Worte aus dem Mund. Okay, ja, nein, 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 Andreas, wo ist der Weihrauch? Wo ist der Weihrauch? Wo ist der Weihrauch? Setze deine Kamera nur mit Lust an. Mit an. Mit einer Kugel. Also mir fällt es ist Ihnen aber... Der dümmste Trickbetrüger der Welt mit einer Kugel spielt er wohl dabei. Das ist kein Geschäft, ich sag das, wie es ist. Aber zum Kerzen ausdenken. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Was? Ein Kerzenlöscher. Ich sage euch, ja, ein Kerzenlöscher. Du wolltest ein Teelichtkerzenlöscher sagen. Dann muss man aber. Ehrlich, du wolltest ja, das sagen. Ja, ich schwöre. Du schwörst. Ich dann müssen wir in dem Fall wirklich dem Andreas Steppert, weil er von Anfang an gesagt hat, er weiß es, müssen wir ihm jetzt sagen, dass das ein vollkommener Blödsinn ist. Also. So! Ich sag dir warum. So lass ich mich. Ich sag dir warum. Die Kerzen. Da brauchst du natürlich ein Brett dazu, dann gehst du zur Kerzen hin. Da ist die Kerzen. Ja. Aus ist. Die Jacke. Nein, nein, nein. Das ist schon. So, es so, ist, ich so lasse ich nicht mit mir hier umspringen. Gib deine Goodies weg, damit wir sehen, wie du spielst. Ich glaube, es ist ein Fakt. Du gib mir die Schokolade. Bitte. Ja. Wir müssen mit den Goodies reden. Achtung, Andreas Stepp. Kerze. Kerze, ja. Ein eleganter, sehr eleganter, na, griechischer, habe ich gehört, Kerzenauszug. Ja, bitte. Ja, drüber. Der Sauerstoff geht aus. Mhm. Und, Advent, aus ist sie. Und damit sie nicht, wenn man es irgendwo hinlegt, runterfällt, ja, macht sie das. Vorführung, bitte Vorführung. Achtung. Dann, 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 dann. Jetzt wird es gleich heiß auf den Fingern. Und weg. Jetzt, wenn's, wenn na, jetzt ist feig, wenn's so jetzt mach dich so spannend, du Teufelskerl. Ist das wow. Toll? Wow. Ein Rauchmantel. Das ist jetzt der Rauchmantel, das ist der genau. Rauchmantel. Ja. Und wenn es das nicht ist, dann habe ich es jetzt erfunden. Das Schlimme ist jetzt, fürchte, ich habe es jetzt nicht innen gesehen, dass man das Ding, wofür es eigentlich konzipiert ja? ist, wahrscheinlich nicht mehr verwenden kann. Jetzt ist es ein bisschen russig innen. Ja, ja, eben, also. Genau. Und deswegen, also du hast es jetzt zweckentfremdet. Das hat aber funktioniert. Ja, eh, aber es funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, wie es funktionieren soll. Es ist ein Bananenformer. Damit man eine spitze Banane hat, muss man die da so hinein. Ein Bananenformer. Bananenformer. Bananenspitzer. Welche Bananenspitzer? Bananenspitzer. Was hast denn du für Probleme? Entschuldigung. Okay, okay. Warum nicht? Na, Entschuldigung, bitte, liebe Fernsehnation, wer isst nicht gerne eine spitze Banane? Ja, muss ich jetzt schon fragen. Victor, lebst du jetzt schon lange allein? Oder? Nein, ich bin glücklich verzweit, vereint. Seid das ein Bananenformer? Geschaut, was los, wir haben keine spitzen Bananen mehr. Hä? Nein, aber jetzt. Wenn das innen der Ruß stört, hast du, dass irgendwas Helles hineinkommt wahrscheinlich. Ein Teelicht dann. Na, zum Beispiel ein Mozzarella-Kugelformer. Der eine will damit die Bananen spitzen, du bist die Mozzarella-Bärchen. Susanne, schau mal hinein, es ist spitz innen. Da kannst du keine Kugel formen, da kannst du eine Spitze formen. Zum Beispiel eine Banane, wenn du eine Banane hineingibst. Ja. Ja, die Banane. Du kannst mit deiner Banane machen, was du willst. Ich glaube, in Wirklichkeit, wenn er mit seiner Banane machen kann, was er will, dann kann ich mit meiner Kerze auch machen. Ja. So schaut's nämlich aus. Ne? So ist es.
dann stecke ich da die Kerze rein. Die Kerze machen. Ja? In Wirklichkeit ist es ein Gerät für Menschen, die mit dieser hektischen Welt, mit den vielen Veränderungen nicht umgehen können. Das ist so Burnout-Prophylaxe. Man kann hinschauen und sagen, es wird alles immer wieder gut. Kann man jetzt, wenn man sich denkt, die Welt steht Kopf und dann, es geht eh. Ja. Das ist total beruhigend, wenn man es lang genug macht. Für mich aber, zumindest. Aber da ist man doch der Kerzenlöscher bei weitem. Entschuldige bitte. Aber es ist sinnvoll. Die Griechen. Was? Die Griechen, ja. Die Griechen, die haben doch ganz viel Schafkäse. Was haben die? Die haben wahnsinnig viel Schafkäse. Zumindest sagen sie, steht immer drauf. Schafkäse. Ja. Du verstehst mich, gell, wenn ich Schafkäse. Ja, vor allem. Das ist zum Was seid ihr bei deiner Selbsthilfegruppe? Oder? Nein, das ist. Nein, sie hat Schafkäse gesagt. Das ist zum Ziegenmelken, damit dann Schafmelken. Es ist eher zum Mäusemelken hier. Aber ich meine, gib's mal dem Lünter, den Lünterleiner. Sonst werden die Kugeln nichts vom Mozzarella. Also so fällt es ja um, gell? Ja, genau. Das beruhigt. Wenn man da die Kerze so draufstellt, fallen zwei um. Fällt das um und die Kerze. Genau. Dann fällt das auch. Nein, aber das ist sehr wertvoll, oder? Ich glaube, das ist, dass man einen bestimmten Trick übt. Pass auf, das ist ein super Trick. Nein, jetzt pass auf, jetzt Oliver. Nur nicht essen! Nein, bleib sitzen. Bleib sitzen, ganz ruhig. Iss nicht, ja, pass auf. Du haust es so auf, ja? So, haust es so auf. Willst du das so fangen, oder was? Hat's nicht. Das ist geil. Ja, ja. Na, dreimal geht's nicht gut. So ist es. Dreimal geht's nicht gut. Einmal noch. Nein. Und jetzt ich. Das ist es. Das gehört der Frau Elisabeth. Ja, das gehört ja noch immer. Ja, ja. Nein, das ist so wertvoll, dass selbst Menschen wie ich fangen lernen damit. Das kann ich mir nicht leisten, okay. Das fallen zu lassen. Ich glaube, der hat ganz kurz eine seriöse Antwort geben. Ja. Und dann ist es einmal in meinem Leben was Seriöses und dann bitte. Ich kann ich so gehabt. Man füllt da Wasser rein. Moment, langsam, bitte. Warte, der Günther. Man füllt da Wasser rein. Ja. Super. Wow. Und unten kommt es nicht raus. Ein Glas. Und dann. Bravo. Da, gut. Ja, du darfst. Ja, ich kann nicht. Nein, das soll's nein. Darf man nicht, oder was? Nein. Es rinnt ja doch durch. Aber meine Frage ist jetzt, wann kommt die Banane dazu? Nein. Jetzt ist es natürlich. Nein, es rinnt unten nicht raus, dann muss man es umdrehen, damit es rausrinnt. Ja? Und jetzt ist auch der Rust draußen. Danke vielmals. Ja. Du hast es so zweckentfremdet, dass der Grund, warum das so konzipiert ist, dass das soll trocken bleiben. Gut, wie viel kostet es? Können wir es, wenn wir zusammenlegen? Ist das? Das ist jetzt. Ah, du hast noch eins. So, nur eins. Kommen die immer im Zwilling? Die alten Griechen haben das verwendet. Die alten Griechen, es ist nach einem altgriechischen Vorbild. Ja, so da. Und jetzt würde mich Folgendes interessieren. Das sind die beiden, also sind die gleichen Dinge. Okay? Ja. Aber deines ist nicht funktionsfähig, dieses ist funktionsfähig. Da gibst du uns ein hinniges Ding der Woche, oder was? Ich glaube, ich spinne das. Ah, ja, na was. Ha, bitte! So, schau mal. Ja. Schau mal, was jetzt passiert. Dann ist das Salzfass. Was? Salzfass. Wieso ein Salzfass? Nein, das ist ein Mutterkreisel. Weil es nicht dreckig werden soll, wenn man kein Wasser reingeben soll. Das ist der Tochterkreisel, Mutterkreisel. Mann, höre und staune. Susanne Böschacker hat gesagt, es ist ein Salzfass. Ja. Die Griechen deswegen brauchen ja für den Schafkäse Salz. Na genau, weil, und das ist das Geniale an dieser Konstruktion, durch dieses kleine Loch kannst du Salz einfüllen. So, dann ist es drin und wenn du es jetzt ganz normal auf den Tisch stellst, kommt nichts raus. Aber, stell dir vor, was hast du da auf dem Teller, was ich salzen soll? Schoki. Banane! Genau. Und jetzt? Was für ein Hammer. Mein lieber Freund, könntest du mir bitte mal eine Banane salzen? Tu es! Ja, durch die Bewegung kommt das Salz raus. Ist das geil? Geil, ja. Na.
Aber so, wenn du es hinstellst, passiert nichts. Super. Lecker Banane! Ja, aber wie geht wo ist das Salz? Darf ich mal, wo ist drin? Da drin. Na, wo drin? Im Dings. Da ist ein, hallo, schau, da ist ein Loch. Kannst du das physikalische System... Ja, da ist auch ein Loch. Ist doppelwandig. Ja, da, das ist dann da drinnen in diesem Hohlraum. Das ist da drinnen in diesem Hohlraum. Ja, aber warum bringt man es rein? Indem du es da einleerst. Das ist ein doppelwandiges Loch. Doppelwand. Jetzt indem du nur, das durch eine spitze Banane behutsam in diesem Hohlraum... Und das heißt, komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich verstehe dich. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Und das ist ohne Salz, deswegen fällt es um. Und natürlich. Kein Salz drinnen. So ist es. Genau. Weil die Gefahr, wir hätten natürlich beide Salz, also mit Salz vollfüllen können, aber die Gefahr war... Ich habe extra Fetzen. Da müssen wir noch wischen. Da müssen wir noch. Da schaut's aus. Da wischt er. Also wieso eigentlich zu mir? Was war die Gefahr? Nein, die Gefahr, dass wenn in dem Ding der Woche das durch die Raterunde geht, so was einer so macht und dann ist es klar. Und deswegen, schau, passiert nichts. Ja, großartig. Also, aber das ist nicht nur praktisch, das ist auch schön. Muss ich wirklich sagen. Ja, genau. Das ist sehr schön. Und funktioniert im Gegensatz zu vielen anderen Salzstreuen. Und nämlich auch, möchte noch das, auch als Kerzenlöscher. Also. Wenn Sie jetzt bestellen, kriegen Sie den Salzstreuer, zwei Kerzen, ein Geschirrtuch und den Gerber mit einer spitzen Banane. Das so! Ein Gerät, zwei Personen. Fantastisch. Kaputt. Das ist fantastisch. Ja, ich finde das auch ganz, ganz wunderbar. Also diese 300-Euro-Büchergutschein, die sind ehrlich verdient. Ja. Das ist der toll. Ist wirklich verdient. Gut, der kaputte kostet 500, aber es ist okay. Der ist jetzt feucht innen, das heißt, der wird nie wieder trocken. Genau, das kann es knicken. Ja, genau. Wer hat das hingemacht? Da kannst du dann mehr Salz reingeben. Okay. Jetzt, wo es nass ist, ist es mehr Salz. Wahnsinn. Und ich bedanke mich jetzt bei Elisabeth Pscheid aus Eggersdorf bei Graz mit einem 300-Euro Büchergutschein. Heute vergessen wir bitte nicht Welttag des Streichholzes. Übermorgen ist der erste Advent. Und am Montag, dem 30.11. heißt es dann wieder zum Todlachen. Ins Leben gerufen von Werner Brix. Die Einnahmen kommen Menschen in Entwicklungsländern zugute. Diese Gala findet zum ersten Mal im Wiener Raimundtheater statt. Mit dabei sind Karl Markovic, Werner Schneider und Andreas Witasek. Werner Schneider, den haben wir heute anlässlich dieser Benefizgala gebeten, die Promi-Frage zu stellen. Guten Abend allerseits. In Wien hat man bekanntlich keine Probleme, über den Tod zu lachen. In unserem Fall sollte das auch erlaubt sein, denn ein Bestattungsunternehmen Rio de Janeiro bietet seinem Publikum einen ganz besonderen Service für ganz spezielle Fälle, der durchaus erheitert. Welcher könnte das sein? Der Begräbnisclown. Der Begräbnisclown? Der schwarze Nase. Mhm. Und... Und dann hat die Person, die im Sarg liegt, hat so eine Spritzblume, die von außen bedient wird. Wenn sie Leute verabschieden und drüber beugen, geht es. Okay, etwas Adventszauber. Samba-Musik. Bei uns stehen sie dort und singen Näher, mein Gott, zu dir. Und wird es und die Leiche ist anbunden an Dings und geschmacklos. Geschmacklos. Es wird immer geschmacklos. Ich habe ein Foto gesehen. Das ist tatsächlich, ich weiß aber nicht, ob das in Brasilien war. Darf ich das jetzt schon sagen? Bitte. Ja. Dort, wenn jemand verstorben ist, tun sie ihn schön herrichten, ich sage jetzt einmal ihn oder sie, und setzen ihn in ein Lokal, dort, wo er am liebsten war. Ist tatsächlich so. Das habe ich auch mal gesehen. Ja. Schön, mit Hut, damit geschminkt, voll. Und siehst du, dann können alle fotografieren und die essen und trinken dann dort. Ich habe letztens ein paar von denen bei mir in der Vorstellung. Ja. Ja. Schräg. Sehr schräg. Sehr schräg. Oh, Wahnsinn. Aber das ist so. Aber...
Das hängt irgendwas mit der Zerrung zusammen. Kennst du diese Zerrung? Das ist ja eine Zerrung. Eine Zerrung. Das ist ja bei uns in Oberösterreich ist eine Zerrung, da isst man ein Rindfleisch mit einem Sämmelkrein und Erdäpfelschmarrn. Genau. Ja. Und die Zerrung? Diese heutzutage gibt es fast immer, es gibt nur mehr wegen einem Cordon Bleu. Also viel Zerrung gibt es nur mehr Cordon Bleu. Und da sagen viele Leute, wegen einem Cordon Bleu stirben wir nicht. Ja. Das interessiert mich nicht. Ja. Das ist ein sinnloser Tod, auch für die Sau. Und ja, ganz Referat. Berühren. Und das brasilianische Bestattungsunternehmen hat sich etwas besonders ausgedacht für Nachern, fürs Essen. Dass da zum Beispiel Aniswickerl, bei uns gibt es Aniswickerl, damit man nachher wieder gut drauf ist. Und dort haben sie auch irgendwas gemacht, damit man gut drauf ist. Damit man nicht so traurig Weihrauchkekse. Ist. Weihrauchkekse. Weihrauchkekse. Zum Beispiel. Guacamole. Mit Guacamole. Mit Gurken. Guacamole in Brasilien. Guacamole. Aber jetzt bin ich mir gerade wirklich fremd vorgekommen. Ich erzähle eine oberösterreichische Tradition und ihr schaut es mir auch wie ein Weihnachtsmann. Nein, nein, aber das war zum ersten Mal wirklich berührend. Das war lehrreich und berührend. Ja. Normalerweise sagst du immer so lustige Sachen, das war jetzt wirklich berührend und lehrreich. Danke. Magst du mich? Ich glaube, jetzt können wir Schluss machen, oder? Bei mir ist ein Wasser. Da ist er wieder! Da ist er wieder! Danke, geht weg! Das hat das mit Laufen schon drin, oder? Das wollte nicht. Es gibt, es gibt Begräbnislacher. Ja. So wie Klaköre bei Theaterverstellungen gekauft. Begräbnislacher? Ja, damit es nicht so traurig ist, gibt es dann welche Typen, die dann zwischendurch halt für Stimmung dort sorgen. Na, oder bei einem Begräbnis. Ja, also, natürlich. Weil die nicht wollen, dass einfach. Das ist also traurig. Du meinst, dass ist das traurig, nicht traurig ist. Ein trauriges Ereignis, aber sie wollen nicht, dass das alle sich so der Trauer hingeben, sondern dass da irgendwie zwischendurch. Okay. Und die fangen dann irgendwann einmal an, so jetzt geht es los, Polonaise und. Und es gibt ja. Sarg-Polonaise. Brasilien ist, Südamerika ist bekannt für den Fasching, für den Karneval. Ja. Und da gibt es statt die bunten Faschingsschlangen, gibt es schwarze Faschingsschlangen. Also. Und wir greifen und den Pablo von hinten auf die Urne. Und so, das ist einfach so. Meine letzte Schocke. Sie haben einen DJ. Was? Und ein Märchen, sie, haben, na, sie haben bei der Beerdigung einfach so einen Beerdigungs-DJ. Also wahrscheinlich war mal ein Knocking DJ. On Heaven's Door und so. Und er still helfen fahren von dem Looking for. Da stellt mir eine Rose in den Stall, was in Brasilien nie gut ankommt. DJ ist jetzt nichts außer. Atemlos durch die Nacht ist alles schlecht. Der Werner Schneider gibt euch die Antwort und der verrät uns, was der besondere Service ist, mit dem ein Bestattungsunternehmen in Rio de Janeiro seine Kunden überrascht. Auch ein Bestattungsunternehmen muss sich an die Marktsituation anpassen. Jeder zweite Brasilianer ist zu dick. Daher bietet dieses Bestattungsunternehmen XL-Gräber an, damit die Leute im Jenseits ordentlich Platz haben für die Rater hier und Raterinnen ist das ja irrelevant. Wir sagen jetzt nichts, Günther. Ich hab's extra nicht gesagt. Günther Leiner, ich bin ein Brasilianer. Danke vielmals für diese wunderbare Sendung. Mein Rateteam bei Ihnen hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei der nächsten Ausgabe von Was gibt es Neues? Schönes Wochenende.